Okay. So, Bryan Cranston. Ist das alles? Ja. Danke, Tom. Oh, hi, Tessa. Wir wollten dich gerade besuchen kommen. Hi, Tessa. Lange nicht gesehen. Mein Gott, du siehst aus wie ein komplett anderer Mensch. Ich bin's. Mit Bart. Ja. Also, wir waren heute im alten Haus. Himmel, was wollt ihr denn da? Mich wundert, dass es noch steht. In Marians Schlafzimmer waren ein paar Sachen, die uns verwundert haben. Ach, wirklich? Wir wollen dir ein paar Fragen über sie stellen. Du bist vermutlich die einzige Person, die Marianne besser kannte als wir. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Das ist ein Jahrzehnt her, Kinder. Ich weiß, aber ich muss es fragen. Was denn? Hat sie je über mich als Junge gesprochen? Nein. Sie hat es nie erwähnt. Ich habe es erst später erfahren, wie alle anderen auch. Es hat Marianne klar beunruhigt. Hat sie sich dir denn gar nicht anvertraut? Eure Mutter war äußerst zurückhaltend. Sie brauchte niemanden und das war für alle klar. Aber es ging um Tyler. Wenn es um uns ging, war sie bereit, Hilfe zu suchen. Am Schluss nicht. Hört zu, ich habe heute noch viel zu tun. Tut mir leid. Ich kann euch nur empfehlen, nach vorne zu sehen. So einfach ist das nicht. Was in dieser Nacht geschah, kann man nicht so einfach begreifen. Aber es war sicher alles Teil von Gottes Plan. Mehr wissen wir nicht. Ich muss jetzt gehen. Ich wünsche euch viel Glück. Was zum Teufel war das? Ich wusste, dass ihr nichts sagt. Hatte sie ein CIA-Training? Irgendwas ist komisch. Ja. Es ist komisch, oder? Ja. Ja, ich spüre es auch. Ich kann es aber nicht genau ausdrücken. Das Ding ist, sie sagt, die Mutter brauchte niemanden. Aber wir haben ja durch das Telefonat, was wir an der Tür belauscht haben und das, ne, was wir gesehen haben, haben wir ja gesehen, dass sie durchaus Tessa anscheinend immer angerufen hat, wenn sie Probleme hatte. Haben wir hier in Erinnerung eventuell? Ist hier irgendwas? Auch hier waren wir gar nicht. Das machen wir gleich. Machen wir gleich. Ich spreche sie gleich nochmal an. Ich gucke mal eben, ob wir hier noch irgendwas haben oder so. Ja, hier ist irgendwas. Hier ist eine Erinnerung. Da. Da. Hey, ihr zwei, seid ihr fertig? Ja, Mom. Können wir rausgehen, während du mit Tessa Karten spielst? Ach, heute ist leider keine Zeit zum Spielen, Schatz. Gehen wir besser. Marianne, kommst du mal her? Sorry, Tessa, aber ich hab's eilig. Oh, was hast du diesmal für eine Ausrede? Notreparaturen am Biberdamm? Tessa, also... Nein, ich will es nicht hören. Ich will mit dir reden. Sofort. Muss ich dich an deine Schulden erinnern? Oh, das hatte ich völlig vergessen. Ich erinnere mich. Aber irgendwie war's anders. Schauen wir mal, ob wir meine Version abrufen können, okay? Okay. Unterschiedliche Versionen. Mom, dürfen wir rausgehen, wenn du mit Tessa Karten spielst? Nein, heute gibt es keine Spiele. Marianne, können wir reden? Nein, danke schön. Lass die Einkäufe, Kinder, wir gehen jetzt. Stopp! Bitte, lass uns einfach kurz reden. Okay? Das ist aber ganz anders. Unsere Erinnerungen sind leicht verschieden. Ja. Eigentlich ergibt das Sinn. Rashomon und so. Egal, wie es anfing. Nachdem sie zur Ladentheke rüber sind, ging noch Marianne auf Tessa los, nicht wahr? Nein. Marianne verteidigte uns, weil Tessa mit ihren Moralpredigten kam. Also, welche nehmen wir? Wähle aus, welcher Erinnerung du nachgehen möchtest. Bitte, lass uns einfach kurz reden. Marianne war wütend. Und die andere? Hä? Wo ist die andere Erinnerung?
Da ist die andere. Allisons Erinnerung wählen. Ich Tessa will mit dir reden. Sofort. Muss ich dich an deine Schulden erinnern? Nein, das war Tessa. Sie ist voll auf sie losgegangen. Ich will mit dir reden. Nehmen wir. Okay? Hörst du das auch? Mary Ann war auf einen Kampf aus. Bitte, lass uns einfach kurz reden. Okay? Oh, schwierig. Bitte, lass... Ich würde sagen, teil bitte, das Erinnerung. Lass uns einfach kurz Gott, reden. Ich weiß es nicht. Okay? Bitte, Mary Ann, ich versuche nur... Halt dich von meinen Kindern fern. Deine Ratschläge brauchen sie nicht. Ich versuche nur zu helfen. Ich will keine Hilfe. Nicht von dir und von niemandem in dieser beschissenen Stadt. Ich bin mit euch allen durch. Auch durch mit dem Essen, das ihr von mir kriegt? Dem Benzin? Du vielleicht. Aber die Kinder? Sind meine Kinder, Tessa. Meine. Nicht deine. Bitte, lass uns das nicht hier bereden. Gehen wir in mein Büro. Na gut. Okay. Ihr zwei wartet hier. Was ist los mit dir? Ich bleib skeptisch. Okay. Sagen wir, fürs erste Marianne war Marianne. Aber im Büro hielten sich beide nicht zurück. Keine. Worum ging es wohl in dem Streit? Mich? Weiß nicht. Man konnte überhaupt nichts mehr hören, als sie die Musik aufgedreht hat. Aber hey, jetzt wissen wir, dass sie uns angelogen hat. Fragen wir sie. Ja. Das ist oftmals so, die nehmen unterschiedliche Varianten, glaube ich, auf, synchronmäßig. Und dann wird eine davon genommen. Aber sinngemäß sind die sich schon ähnlich, die Untertitel. Ja, dann fragen wir sie einfach mal. Ist noch was zu gucken? Anscheinend nicht. Kann ich dir helfen, Allison? Oh, nein, danke. Alles gut. Ich suche was, das ich vergessen hatte. Was macht das denn hier? Haha! Das würde ich mich in Wirklichkeit nie trauen. Okay. Mann, Tessa hat alles in diesen Notizbüchern aufgezeichnet. Zum Beispiel? Alle von ihr gewährten Kredite, Dinge, die sich Stammgäste kostenlos mitnehmen konnten, sogar die Kirchenspenden. Und was dann? Verteilt sie etwa Pferdeköpfe, wenn die Leute nicht zurückzahlen? Ich glaube, sie macht sich nur gern Notizen und übergibt sie dann irgendwann Petrus als Bewerbungsmappe. Paulus ist, glaube ich, dann nicht verallgemeinernd genug, ne? Also da ist Petrus, glaube ich, eher ein Begriff für Menschen, die die Kirche vielleicht nicht so von daher. Okay, das nimmt sie zum Glück nicht mit. So, aber wir haben eine Figur gefunden. Hey. Na gut, Tessa. Kann ich irgendwas für euch tun? Ich kaufe nur ein. Was machst du gerade? Dein Streit mit Mary Ann. Fragen wir erstmal unbedarft? Nee, dann kann ich das vielleicht nicht wieder fragen, ne? Streit. Vorhin hast du gesagt, dass Mary Ann alles für sich behielt. Endlich mal wieder. Aber ein paar Monate vor ihrem Tod habt ihr zwei euch heftig gestritten, oder? Wir haben uns ständig gestritten. Du musst schon konkreter werden. Es ging nicht ums Schummeln beim Kanaster. Es war heftig. Ihr habt euch im Büro verschanzt, damit wir nichts hören. Tut mir leid. Aber das ist Ewigkeiten her. Und ich bin gerade beschäftigt. Okay. Denken wir nach. Versteh schon. Scheiße. Ich wette, sie weiß mehr, als sie zugibt. Ach, nee. Aber wir können sie nicht festnageln, wenn wir nicht wissen, worum es ging. Wenn wir wüssten, worüber sie gestritten haben, hätte sie keine Ausreden mehr. Sicher, aber wie machen wir das? Die Musik war einfach zu laut, man konnte nichts hören. Mary Ann und Tessa waren verrückt nach dem Lied. Es lief ständig rauf und runter. Was meinst du damit? Wir haben diese Vision doch jedes Mal, wenn wir etwas sehr Emotionales sehen oder hören. Wenn wir es uns anhören, löst es vielleicht was aus. Da könntest du recht haben, Ronan. Mit halben Sachen brauchen wir gar nicht erst zu ihr zurückgehen. Lass uns mit Tom reden. Wir müssen sie direkt mit etwas Genauerem konfrontieren. Okay. Finden wir raus, welches Lied das war. Okay, also mit Tom reden.
Tommy, da ist auch noch irgendwas. Plädierst du nicht für eine strengere Waffenkontrolle? Ich bin für vernünftige Regulierungen, aber die Leute hier sehen Waffen als Sicherheit. Und wie du weißt, prüfen wir jeden einzelnen Käufer gründlich auf Herz und Nieren. Hm. Okay. Hey, Tom. Kann ich dir irgendwie behilflich sein? Läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Oh, nicht allzu viele Kunden, aber dafür haben wir Zeit, die Inventur zu beenden. Wir schließen heute vielleicht früher. Ich gucke vielleicht das Finale von Survival on Ice. Sag es nicht, Tessa, aber ich bin für Butch. Sie denkt, er ist zu gnadenlos. Ich sage, das ist das Spiel. Hast du den neuen Schokoriegel schon probiert, der letzte Woche reinkam? Nein. Oh, nein, noch nicht. Komisch, dass er mir schmeckt. Habanero und Schokolade. Aber gar nicht übel. Habanero? Was sie sich wohl als nächstes ausdenken? Das könnte ich gar nicht. Also scharf geht gar nicht bei mir. Außer Wasabi. Wasabi ist cool. Wie läuft der Wahlkampf? Was steht bei der Wahlkampftour an? Eine Versammlung am Hafen. Die Fischer sind unzufrieden mit der jetzigen Situation. Hab so meine Ideen, wie man den Fischbestand erhält und dabei trotzdem volle Teller hat. Schnapp dir ein paar Flugblätter zum Verteilen. Das ist ein Auto wahrscheinlich, ne? Jo. So mich ihm das jetzt vor. Die Frage ist vielleicht komisch, aber erinnerst du dich an das Lied, das Tessa und Marianne so toll fanden? Es lief andauernd. Wie könnte ich das vergessen? Ich glaube, sie hat die CD immer noch irgendwo hier. Oh, schon ein bisschen abgenutzt, natürlich. Oh, ein Moment. Oh, hier ist sie. Um ehrlich zu sein, war ich froh, als sie weggepackt wurde. Für meinen Geschmack etwas zu kitschig. Ist es, oder? Glaube schon. Wow, mich hat gerade eine Erinnerungsflut erwischt. Siehst du, was ich sehe? Ja. Sollten wir das überprüfen? Definitiv. Hier. Mom, hör auf! Das ist so peinlich! Ach ja? Tessa, komm, mach mit! Ich weiß, du liebst das Lied. Nein, auf gar keinen Fall. Einige von uns versuchen hier auch zu arbeiten. Ganz vergessen, wie unbeschwert sie sein konnte. Ja, was zum Teufel ist passiert? Aber für Kinder ist man dann peinlich. Glaubst du, wir können noch weitere Erinnerungen finden? Ich weiß nicht. Versuchen wir. Die Kinder fragen mich andauernd nach diesen Bonbons. Aber die sind so teuer. Nimm einfach die Tüte. Ist okay. Oh nein, das geht doch nicht, Tessa. Kommt von Herzen. Okay. Aber schreib es dir in dein Notizbuch. Okay, okay. Ganz wie du willst. Hier, zufrieden? Ja. Ich komme dann am Mittwoch und helfe dir bei der Ladenschließung. Wie versprochen. Manchmal hat sich Tessa wie Mariannes Mutter aufgeführt. Ich finde, sie war selbstgerecht und hat Marianne wie einen Fall für die Wohlfahrt behandelt. Sie hat nur versucht zu helfen. Suchen wir das Notizbuch, das sie hatte. Ich bin sicher, im Büroschrank war eins mit der Aufschrift 2004. Ja, hat sie. Haben wir schon gesehen. Aber wir suchen noch mal weiter nach Erinnerungen. Das ist der Forellenkönig. Das war's. Okay, dafür, dass wir eine... Hier ist noch was. Was machst du hier? Ich dachte, du brauchst Hilfe im Laden. Das ist vor 2 Stunden gewesen. Hast du getrunken? Was? Nein, ich hatte einen sehr harten Tag, okay? Ich
Nahm Tabletten. Alles gut. Marianne. Ich sagte, alles gut. Na los, Kinder, gehen wir. Warte, bitte. Ich hab da was für dich. Guck's dir einfach zu Hause an, okay? Die kümmern sich um verwirrte Menschen. Ich arbeite seit Jahren mit diesen Leuten zusammen. Sie helfen dir. Was war das wohl für eine Broschüre, die Tessa Marianne gegeben hat? Ich weiß es nicht. Sie lag in Mariannes Zimmer. Ich hatte ein merkwürdiges Gefühl, aber habe es abgetan. Die Broschüre war für sowas wie Konversionstherapie. Tut mir leid. Konversionstherapie. Wow. Wenn das stimmt, muss ich wissen, was Marianne davon hielt. Und wir müssen Tessa harte Beweise vorlegen. Oha. Okay. Nimm ich das jetzt? Oh, warte. Warte. PC. Tessa? Ist es okay, wenn ich kurz Google benutze? Mein Akku ist alle. Klar, aber beeil dich. Ich brauche den Computer noch. Thundermail. Linda, dringend. Eine einmalige. Okay, vom 2. November 2015. Death not a scam. Linda at deathnotascam.com. Dringend eine einmalige Chance. Was, wenn die Regierung Ihnen bis zu $10,000 für Ihre Schulausbildung zahlen würde? Kein Darlehen, keine Rückzahlung. Dies ist kein Trick. Nehmen Sie diese Nachricht ernst. Klicken Sie unten, um in 2 Minuten einen Fragebogen auszufüllen und Ihr Geld anzufordern. Klicken Sie hier, um anzugeben, ob Sie Scheck oder Direktüberweisung bevorzugen. Und geben Sie doch am besten noch Ihre Bankverbindung ein. Ihr nigerianischer Prinz. Jugendlager für Tugendsuchende. Warte mal. War das etwa Ihre Empfehlung für Tyler? Was soll ich dazu noch sagen? Tut mir leid, Tyler. Ja. Mal sehen, wie Tessa das erklären will. Ja, eins am anderen. Newsletter at alliance4traditionalfamilies.com. Das war das andere, ne, was wir gesehen hatten. Bund für traditionelle Familien, November-Newsletter. Talk mit Dr. Whitmore ansehen. Gottes Plan für die Sexualität. 10 christliche Zitate voller Kraft, die dein Leben verändern werden. Leitfaden für Eltern zur Vorbeugung von Homosexualität. Jugendcamp für Tugendstrebende seit 20 Jahren. Jetzt Aufnahme für 2015. Oh Gott, oh Gott. Samazian confirmed. Ihre Bestellung wurde versandt. Hallo, vielen Dank für Ihren Einkauf. Ihre Bestellung Knoblauchschäler-Küchenwerkzeug wurde versandt. Voraussichtlicher Liefertermin Dienstag, 10. November. Für weitere Informationen hier klicken. Ich kann hier nicht klicken. Aquino, Nicole, danke sehr. Hey Tessie, ich bin gerade von meinem Arbeitsurlaub zurückgekommen und die Mädchen lagen wie kleine Welpen friedlich schlafend im Bett. Adrian meinte, sie waren total gut drauf, als er sie von dir abgeholt hat. Und anscheinend hast du sie dazu gebracht, Kare-Kare-Eintopf zu essen. Zu welchem Heiligen hast du gebetet, dass dir das gelungen ist? Haha, sie haben den ganzen Vormittag von ihrem Campingausflug mit Tante Tessa erzählt und wie viele S'mores sie gegessen haben. Das ist ein amerikanischer Nachtisch, ne? So ein zusammengeklatschter. Und wie viele Käfer sie gefangen haben. Ich weiß nicht mehr, wann sie das letzte Mal beide so gleichzeitig so glücklich waren. Normalerweise ist immer einer froh, während die andere weint. Ich weiß, du hast viel zu tun mit dem Laden und mit den Vorbereitungen auf dein Leben als Frau des Bürgermeisters. Danke, dass du die Zeit für sie genommen hast. Und tut mir leid, da ist ein Komma drin, und tut mir leid, dass ich sie auf den letzten Drücker gebracht habe. Du weißt ja, die Arbeit. Die Arbeit. Arbeitsurlaub. Die Mädchen sagen, wir lieben dich, Tante Tessa. PS, du und Tom solltet mal zum Abendessen kommen. Adrian will ihm unbedingt das neue Medienzimmer zeigen. Dann sind die zwei beschäftigt, während wir in der Küche Wein trinken. Deine kleine Lieblingsschwester, Notorious N.I.C. Oh Gott. Notorious N.I.C., ja, ist klar. Barbara. Barb Mayfield. Der Elefant im Raum. Ihr wisst, dass ich ungern schon wieder mit dem Thema anfange, aber Lisa ist schon wieder nicht zu den Proben gekommen. Sie war seit Wochen nicht da. Ich weiß, dass ihr Auftritt als Danny Boy bei Karls Beerdigung uns alle tief berührt hat, aber was bringt eine schöne Stimme, wenn jemand nicht in der Lage ist, jede Woche pünktlich zu erscheinen, wie alle anderen auch? Ich finde, wir sollten den Winterball ohne sie planen. Was meint ihr, Barb? Nutze den Tag, Robin Williams. Okay. Huch, nein. Das war aber alles, ne? Ja. Thundermill, okay, da. Ich kann ihn wieder ausmachen. Ich will wieder ausmachen. Ah.
Okay, können wir noch mal das Buch sehen, oder? Ich mache hier nichts. Kann ich dir helfen, Allison? Alles gut. Oh, nein, danke. Alles gut. Ich suche was, das ich vergessen hatte. Ah, 2004. Was Interessantes? Elijah, $24. Für Essen im Restaurant abbezahlt. September, $11 Puppe für die Kleine. Oh, hab's. Lesen. Kulmination. Was? Achso, macht er gerade ein Rätsel. Februar $50, März abbezahlt. Februar Schulden, September $20 für Benzin voll abbezahlt. Okay. Das ist Eric B. Mary Ann. Oh. Kein Eintrag. Scheint, als ob Mary Ann ab Oktober 2004 ihre Schulden nicht mehr zahlte. 5 Monate vor jener Nacht. Wir haben genug gesehen. Ja, wir haben einen ganz guten Überblick, was passiert ist. Sprechen wir mit Tessa. April $50 für Benzin abbezahlt. Mai $37 Einkäufe plus $30 neue Jacke für Allison abbezahlt. Im Laden geholfen. Juni $21 für Medikamente abbezahlt. August $40 Einkäufe abbezahlt. Und Hauptzeit ausgeholfen Inventur. Oktober $140 für Waschmaschinenreparatur nicht gekommen. November $55 neue Schuhe für die Kinder. Scheck geplatzt. Dezember nicht gekommen. Kein Rückruf. Januar nicht gekommen. Worauf warten wir? Lass uns mit Tessa sprechen. Ja, das Problem ist, wir müssen das so ansprechen, dass wir ihr nicht unbedingt unter die Nase reiben, dass wir gerade in ihrem PC geguckt haben und in ihr Notizbuch geguckt haben, oder? Ich hoffe, das können wir. Tessa. Kann ich irgendwas für euch tun? Wir erinnern uns an Einzelheiten. Wir sind's und können deine Erinnerungen auffrischen. Ach, wirklich? Ja, ehrlich. Mary Ann hatte einen ihrer Tage. Du hast versucht zu reden, aber sie hat komplett dicht gemacht. Ihr habt angefangen zu streiten und du bist ins Büro und hast das Lied aufgedreht, das ihr beide geliebt habt. Hm, und wann war das? Unsere Erinnerungen haben keine Zeitstempel. August, oh Gott, wann war das? Oktober? Oh nein! Ich denke mal, Oktober, es muss ja später gewesen sein, oder? Oktober 2004. Ab da konnte sie nicht mehr ihre Schulden zahlen, oder? Ja. Wer weiß warum. Davor fand sie immer einen Weg zu zahlen. Aber wir stritten uns nie wegen Geld. Ich war frustriert. Aber Nackten kann man nicht in die Tasche greifen. Ja, wir dachten nicht, dass es ums Geld ging. Ich glaube, okay, das ist zeitlich nicht begrenzt. Vincent, weil du das vorhin meintest, die unterschiedliche, ich glaube, das ist die direkte Übersetzung und dieses Wort, was da eben stand, oder dieses Sprichwort, aus Stein kannst du kein Blut pressen, ist, glaube ich, kein unser für uns geläufiges Sprichwort. Deswegen wurde das wahrscheinlich nochmal umgemodelt. Das ist dann so bei den Synchronarbeiten, wird dann nochmal irgendwie versucht, was Passenderes, was die Leute besser verstehen. Na, also nein, kann man nicht in die Tasche fassen, ist eigentlich ein relativ gängiges Sprichwort für uns. Du warst sauer, weil sie dich im Stich gelassen hat. Ja, ich glaube, sie hat sich aber eher Sorgen gemacht. Du hast ihr von dem Camp erzählt, sie wollte nicht mehr verurteilt werden. War das so? Warum sollte ich nicht da sein? Ich weiß es ja nicht. Ich weiß ja nicht, wer jetzt da draußen noch sitzt und mir zuguckt. Deswegen sage ich das nur nochmal. Oh, das ist lieb, danke schön. Können wir alles fragen, weil sie dich im Stich gelassen hat? Ich weiß nicht, wir können ihr jetzt nicht unterstellen, dass sie deswegen sauer gewesen ist. Du hast ja von dem Camp erzählt, das können wir ja auch nicht sagen. Hat sie das? Aber sie wollte nicht mehr verurteilt werden. Ich würde dann doch Ersteres, glaube ich, sagen. Weißt du noch, als sie dir bei der Bibelstunde helfen sollte? Und sie ist verspätet im Vollrausch aufgetaucht? Was das? Tut mir leid, ich versuche es, aber ich kann mich nicht erinnern. Eure Mutter war monatelang launisch. Wir haben uns oft gestritten. Ging es jemals um mich? Es ging immer um alles Mögliche. Am Ende hatte sie mit allem und jedem zu kämpfen. Wolltest du Mary Ann überzeugen, Tyler zu einem Programm zu schicken? Nein! Ich glaube, ihr solltet jetzt gehen. Tessa.
Ich muss wissen, ob Mary Ann mich umbringen wollte, weil ich so bin, wie ich bin. Verstehst du das? Tu ich, aber... Warum willst du mir nicht helfen? Ich habe wirklich nicht verstanden, was an dem Tag in ihr vorging. Und ich bedauere aufs Tiefste, es nicht kommen gesehen zu haben. Ich hoffe, du findest deine Antworten, glaub mir. Ich bete jede Nacht für euch zwei. Aber ich habe wirklich viel zu tun. Also möchte ich euch bitten zu gehen. Klar, wir wollen nicht nerven. Kriegen wir die Einkäufe? Ah, Michael hat sie in deinen Kofferraum gepackt. Okay, danke. Tschüss, Tom. Bis dann. Was denkst du? Ich versuche nur, das alles zu verstehen. Sie hat sich nicht wirklich in die Karten blicken lassen, oder? Ja, aber das ist auch eine Antwort. Sie wollte nicht zugeben, warum sie stritten. Ich glaube wirklich, es ging um mich. Sie erschrak bei der Erwähnung des Programms. Also, das heißt, Mary Ann wollte ernsthaft herausfinden, wie sie mir helfen kann. Bevor weiß der Teufel, was geschah und sie durchgedreht ist. Kann sein. Ja. Sie hat für mich gekämpft, Allison. Sie war zwar die irre Mary Ann, aber sie nahm mich wahr. Ich fühle mich befreiter. Als hätte ich die letzten 10 Jahre etwas rumgeschleppt und jetzt ist es weg. Ich freue mich echt für dich. Aber? Das öffnet eine ganz neue Büchse der Pandora, oder? Ja, sogar eine ganze verdammte Kiste. Tja, gut, dass uns Eddie erwartet. Er kannte Marianne ganz gut und hatte ihren Fall. Onkel Eddie. Hat er dir gegenüber denn je was von den Ermittlungen erwähnt? Nein, ich hab nie gefragt. Er dachte sicher, ich sollte lieber nichts wissen. Das wäre ja auch ein unangenehmes Tischgespräch geworden. Ja. Ganz genau. Aber er ist ein guter Kopf und korrekt. Er weiß bestimmt was. Gehen wir. Da bin ich immer gespannt. Onkel Eddie.